Ja, das war nur eine ganz, ganz mini kleine Auswahl an Highlights und Bildern von dem, was wir auf Gambia erlebt haben. Aber stopp, ich glaube, wir müssen uns erstmal entschuldigen. Ja, also nee, es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich weiß, wir sind monateweit hinten dran. Schließlich waren wir Ende Januar bis Anfang März auf Gambier oder Anfang April. Also wir waren auf jeden Fall 2 Monate auf Gambier, und zwar Anfang des Jahres, und mittlerweile ist das Jahr schon sehr weit fortgeschritten. Und wir haben es bis jetzt nicht geschafft, dieses Gambier-Video zusammenzustellen. Mir liegt das Video auch sehr am Herzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben so viel dort erlebt und ich möchte das natürlich auch so spannend oder interessant wie möglich rüberbringen. Ich hoffe, das schaffen wir, und wir wünschen euch auf jeden Fall richtig viel Spaß mit den kommenden Videos. Übrigens, wenn ihr die Anreise zu den Gambier noch nicht gesehen habt, hier oben nochmal der Link zu unserer Pazifiküberquerung. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Und zwar zeigen wir euch erstmal, was das Gambier-Archipel eigentlich ist und was das Ganze ausmacht. Das Gambier-Archipel liegt am Südostende der Tuamotus-Kette in Französisch-Polynesien. Das 28 Quadratkilometer große Archipel ist vor etwa 5 Millionen Jahren entstanden. Es ist vulkanischen Ursprungs und die vom umlaufenden Riff gut geschützten Inseln sind hohe Reste einer alten Caldera. Das gesamte Archipel sitzt auf einem Unterwasserplateau, welches teilweise relativ schnell absinkt. Dadurch befindet sich das Außenriff, welches höchstwahrscheinlich so wie die meisten der Tuamotus-Atolle durch beständiges Korallenwachstum entstanden ist, auf nur noch 3 Seiten über Wasser. 3 Passagen führen hinaus auf die offene See. Das Archipel vereint verschiedenste Landschaften auf kleinstem Raum, und das macht es für uns zu einem sehr abwechslungsreichen Segelrevier. Auf den mangarevischen Inseln, die sich innerhalb des meilenlangen Korallenriffs befinden, finden wir üppige tropische Vegetation. Eine wahre Blütenpracht an jeder Ecke. Hohe Berge, Nadelwälder, durch diese oft gut markierte Wanderwege bis auf die höchsten Berge der Inseln führen. Vor sämtlichen dieser Inseln befinden sich Riffe mit einer vielseitigen, bunten Unterwasserwelt. Einen krassen Gegensatz zu den hohen Inseln finden wir nur wenige Meilen entfernt, am Außenriff. Kleine und größere, flache Koralleninseln, sogenannte Motus. Landschaftlich geprägt durch Korallensand, Kokospalmen und strauchartige Vegetation. Bevölkert mit hunderten kleiner Lebewesen. So, jetzt habt ihr einen kleinen Überblick bekommen über das Gambier-Archipel und was ich nach wie vor total faszinierend finde, wenn man sich überlegt, wie klein das eigentlich ist und wie kompakt und trotzdem so vielseitig von der Landschaft, aber auch von den Menschen, von der Natur. Es ist unfassbar. Ja, das Schöne ist eben halt auch beim Segeln da zwischen den Inseln. Es ist ja ringsum geschlossen, du hast kaum Welle, immer Wind aus irgendwelchen Richtungen, dass man sich dann immer so aussuchen kann, dass man einfach vernünftig segeln kann. Ja, echt schön. Also wirklich, man findet immer einen geschützten Ankerplatz, das ist richtig toll. Und die meisten der mangarevischen Inseln, hier nochmal auf der Karte, die meisten der mangarevischen Inseln haben wir besucht. Auch viele der Motus, vor allen Dingen auf der Ostseite des Archipels. Und die meiste Zeit, muss man aber ganz klar sagen, haben wir vor Tarawai und Mangareva. Genau, vor den Inseln Tarawai und Mangareva verbracht. Und Mangareva, das ist die Hauptinsel, die haben wir einklariert. Und hier nehmen wir euch jetzt im Folgenden zunächst mal hin mit. In Rikitea auf der Insel Mangareva klarierten wir Ende Januar völlig unkompliziert und schnell bei der Gendarmerie ein. Es ist der Hauptort des Gambier-Archipels. Hier legt alle 2 Wochen das Versorgungsschiff an. Und hier wohnt der Großteil der etwa 1800 Menschen, die heute im gesamten Archipel leben. Die Bewohner des Archipels sprechen neben Französisch nach wie vor ihre eigene Sprache, Mangarevisch, und sie sind geprägt durch ihre eigene Kultur.
Allerdings zeigen die prägnanten Kathedralen, die sich auf sämtlichen Inseln befinden, dass auch hier Mitte des 19. Jahrhunderts die Missionierung erfolgreich stattgefunden hat. Die Kathedrale Saint-Michel in Rigitea wurde zwischen 1839 und 1848 nach der erfolgreichen katholischen Missionierung errichtet. Der Altar ist mit Perlmutt und Perlen außerordentlich reich dekoriert. Auch auf den Inseln Tarawai, Akamaru und Okena befinden sich große Kathedralen, die bis heute teilweise instand gehalten werden. Nur wenige Jahre vor dem Bau der Kathedralen ließ sich auch König Maputeoa, der letzte König Mangarevas, zum christlichen Glauben bekehren. Die gesamte Bevölkerung folgte. Die Missionare übernahmen die Herrschaft. Sie brachten der Bevölkerung Lesen und Schreiben bei, unterdrückten Stammeskriege und Kannibalismus und ließen hunderte Steingebäude wie Kirchen, Kapellen, Pfarrhäuser und Friedhöfe erbauen. Die Missionierung brachte natürlich nicht nur Gutes. In dieser Zeit wurden sämtliche Tempel und Götzenbilder zerstört. Es brachen Krankheiten aus und es fand eine hohe Abwanderung statt. Ende des 19. Jahrhunderts sank die Zahl der Bevölkerung von 2000 auf 500 Menschen. Tatsächlich finden wir traurigerweise auf den Gambi-Inseln keine Statuen, Tempeln oder andere Kulturgüter aus der Zeit vor der Missionierung. Es ist ein bisschen Regen, sowas nennt man Paradies. Im Paradies, dachte ich, scheint immer die Sonne. Aber hier kommt gerade ein Unwetter rein. Ah ja. Auf Blitz, geblitzt hat's. Wir werden fotografiert. Vor Rigitea auf der Insel Mangareva verbrachten wir unzählig viele Tage vor Anker. Es ist ein gut geschützter Ankerplatz, der bei allen Wetterlagen hervorragenden Schutz bietet. Auch bei dem ziemlich großen Sturm, der hier Anfang März über eine Woche lang schlechtes Wetter brachte, lagen wir hier sehr gut geschützt. Auf jeden Fall waren wir von Anfang an total überwältigt von dieser Kulisse und beschlossen gleich einige Tage nach unserer Ankunft, Mangareva mit dem Fahrrad zu erkunden. Na? Marco muss nicht laufen, wir haben Fahrräder gemietet und jetzt geht's einmal rund um die Insel. Regnet gerade nicht, aber es wäre ein cooler Regenschirm. Unsere Fahrradtour führte uns einmal rund um den nordöstlichen Teil Mangarevas. Entlang kleiner Siedlungen und Häuser mit ihren Gärten, mit Blick auf die vielen umliegenden Perlfarmen, durch die tropische, grüne, bunte Vegetation. Einige Tage später erlebten wir diese Rundtour noch einmal völlig anders. Vor dem Giorgio's, einem der kleinen Supermärkte, lernten wir Terupe und einige seiner Freunde kennen. Und sie entschieden prompt, uns einmal mit dem Auto um die Insel zu fahren. Jan. Nein, ist auch Michael immer noch? Ja, warum auch nicht, ne? Wann das Auto nicht mehr fährt, genau. Das ist die Frage. Nichts am Fahrer oder am Auto? Gut.
Und wir können ja sowieso hier nicht verrutschen, dann können wir vielleicht noch das Köpfchen stoßen und das war's. Nora! Ja, Flaus! Flaus? Das ist jetzt hier ein Haus. Ja, das ist ziemlich interessant. Das ist echt nur aus Riffsachen gebaut. Also aus Muscheln, also nicht Muscheln, altem Riff einfach. Das ist krass, wie das aussieht, gell? Ja. Ja. Der Hammer. Schön. Ja, Terupe und seine Freunde und seine Familie. Eine feuchtfröhliche Angelegenheit, schon des Morgens um 9 oder um 10. Aber wie gesagt, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle. Du lernst Leute kennen durch Zufall, die dir auch nachher noch unheimlich weiterhelfen. Und hat sich zwischen mehreren eine gute Freundschaft entwickelt. War einfach nur schön. Ja, wir hatten echt noch viel Spaß in der Zukunft zusammen. Und, oder in der Vergangenheit ja jetzt schon. Wir haben Obst bekommen, Gemüse hat Terupe uns besorgt. Er hat uns mit der Gasflasche geholfen. Ja, Gasflasche, das ist ja auch immer so ein Problem, Gas zu kriegen. Gerade dort steht in den Büchern, ja, Gas kann man dann notfalls so kaufen, dann hinterlegt man den Pfand, haut alles nicht so hin. Aber wenn man dann jemanden kennt, der einem hilft, kein Problem. Geht das alles hier. Und wir haben viel zusammen gefeiert, was in den kommenden Videos noch kommt. Ja. Dann sind Terupe und Barbara einfach mal zu uns spontan rübergekajakt, als wir zusammen mit der Limelight am Board saßen und Cocktails gemacht haben. Übrigens aus Soursop, einer meiner Lieblingsfrüchte. Echt lecker, haben wir echt zuhauf bekommen hier. So wie auch riesige Pampelmusen und Bananen. Also wir hatten eigentlich dauerhaft irgendwelche Bananen hinten am Heck. Und Brotfrucht. Und Brotfrucht, ja, auch eine Wunderfrucht, eine unserer Lieblingsgemüsesorten mittlerweile, weil man da auch so viel machen kann und die hält auch total lange im Kühlschrank, also super. Die ersetzt so vieles. Ja, also echt paradiesisch. Und ja, ansonsten mit Proviantierung, wie gesagt, Gemüse ist so ein bisschen problematisch, wenn man da aber jemanden kennt, also wir Terupe hatten uns einmal über die Insel chauffiert und wir haben dann Gemüse ohne Ende bekommen. Aus einem der lokalen Gärten. Das war super, aber war echt ein bisschen tricky, sogar für ihn. Ansonsten Fisch, man denkt ja, oh, man ist im Fischparadies, hat Wasser um sich herum. Ja, das sollte man vorsichtig mit sein. Sollte man vorsichtig mit sein, da ja viele Fische mit Ciguatera befallen sind. Die Einheimischen wissen, welche Fische man essen kann. Wir haben uns am Anfang echt so ein bisschen geweigert, wir waren sehr zurückgehalten, genau. Aber irgendwann haben wir dann auch Doktorfische und Papageifische gegessen, die uns von den Einheimischen geschenkt wurden und ja, ohne Probleme. Wir sind noch da. Wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema habt, einfach ab in die Kommentare. Ansonsten würden wir euch jetzt gerne im nächsten Kapitel mitnehmen zu einem ganz besonderen Wochenende, was wir auf Rikitea bzw. auf Mangareva in Rikitea erlebt haben. Voll motiviert sitzt Taco im Schatten. Ist ein Scheiß, was ich mir da wieder angetan habe. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese Schnapsidee kommen konnte. Ich tue alles dafür, dass er fit bleibt und 120 wird. Naja, und nur weil er nicht herlaufen wollte, habe ich gesagt, na gut, wenn die Nora denn dann nicht läuft, weil sie kaputt ist, dann werde ich mich bereit erklären und jetzt bleibe ich darauf hängen. Jetzt muss ich laufen. Ja, gestern haben wir irgendwie noch eine 4-stündige Wanderung hoch auf den höchsten Gipfel Mangarevas gemacht und jetzt bin ich wirklich ein bisschen fertig. Und dann bin ich froh, dass Haku für mich einspringt. Heute beim Kurs de Saint Valentin, einen kleinen Rundlauf, der hier auf Mangareva stattfindet. Und mal spannend, wie er sich schlägt. Der kleine Wettlauf, der am Sonntag in Rikitea stattfand, war Teil des Wochenendprogramms, das die Schule in Rikitea auf die Beine gestellt hat. Samstags vormittags fand ein kleiner Markt statt, auf dem auch die letzten Vorbereitungen wie die Anfertigung des Blumenschmucks für den Abend stattfanden. Im Laufe des Vormittags entschlossen Michael und ich uns spontan für die Besteigung des Mount Duff bzw. Mount Aurotini, dem mit 440 Metern höchsten Berg Mangarevas. Die Aussicht von da oben über die Insel bis hin zum Außenriff und auf das Ankerfeld vor Rikitea ist einfach umwerfend.
Nach dem Abstieg, der definitiv nicht ohne war, genossen wir ein fantastisches, abwechslungsreiches Abendprogramm.
irgendwie sind wir die Ersten. Obwohl es um 10 losgehen soll, es ist 5 vor 10 und irgendwie vielleicht ist Hacko und Michael der Einzigen, die laufen. Wer weiß, vielleicht geht das hier gar nicht los, sondern ganz woanders und wir haben wieder alles falsch verstanden. Das ist ja auch möglich, sollten wir uns vielleicht mal erkundigen. So, was hast du jetzt bekommen? Ja, also die T-Shirts für Michael und Nora, weil die wollten ja laufen. Da zumindest so drauf. Ich bin dann die Nora. Und natürlich sind wir die Ersten, weil die machen zwar um 10 Uhr auf. Aber es ist halt noch Messe. Aber es ist eben halt Messe noch in der Kirche und um 11.30 Uhr geht der eigentliche Lauf erst los. Also haben wir noch 1,5 Stunden Zeit. Und danach, guck mal, was uns hier erwartet. Wow, das sieht aber echt cool aus. Das ist echt wahnsinnig schön gemacht. Mhm. Oh, da sitzen die beiden motivierten Läufer, ja. Hacko? Naja. Naja, motiviert. Okay. Naja, also wichtig ist, ja? Ankommen. So. Ankommen. Genau. Ohne Herzinfarkt, ohne Brüche. Genau. Ja. Der Michael motiviert mich dann während des Laufens wahrscheinlich irgendwie. Nee, unsere Crew, die läuft doch mit und spornt uns an, oder nicht? Können sie, so? Kann sie ja selber laufen. Ja. Hopp, wow. Und? Motiviert? Nein. Der Sportplatz der Schule wurde total schön für das anschließende Lunch dekoriert. Viele der Polynesier tragen wunderschönen Haarschmuck und haben sich hübsch gemacht für den Tag. Kurz vor Start hieß es dann jedoch leider Folgendes. So, jetzt hieß es gerade, es geht nicht, dass zwei Männer zusammenlaufen. Wahrscheinlich der Fairness halber. Das heißt, ich ziehe mich jetzt um. Ich ziehe mich jetzt um. 10. Noch lächeln sie. Mal sehen, wie es ausschaut, wenn sie wiederkommen. Hopp, 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 hopp. Die Nummer. 10. Melodie. Oh, sie sehen, die Jogger kommen. Um die Südsee und zu joggen. Ja, super, ne? Super, super Lauf gewesen. Yay, ich bin stolz auf uns. Vous voulez pas changer? Non, c'est pas. Ah ouais, echt, ey. Guck mal. Hast du gesehen? Un sautoir. Je sais pas combien de temps. Je vais chercher du danseur. So, also ich bin schon völlig fertig nur von dem Stück Straße, wie man sieht. Ich tropfe. Aber jetzt geht's noch hoch auf den Mount Mokoto. 423 Meter. Nee, also wir haben schon den Mount Aurotini gemacht letztens, Michael und ich.
Und da wir ja so sportlich sind, in Anführungsstrichen, machen wir heute den anderen noch. Obwohl ich eher noch für den Höhenweg wäre, aber ich glaube, ich kann mich ja nicht überzeugen. Die Nora hat das jetzt schon zum 10. Mal gesagt, sie wäre lieber für den Höhenweg, aber wir wollen ja da hoch, da oben mal hier hoch. Okay. Und dann hat Nora ihren Fallschirm dabei und dann geht sie runter. Auf Mangareva kann man wirklich hervorragend wandern. Die Wanderwege sind optimal ausgeschildert, werden instand gehalten und die schwierigen Passagen sind mit Seilen gesichert. Ein paar Tage zuvor sind wir alle zusammen einen Teil des Höhenwegs gelaufen, der sich über die gesamte Insel erstreckt. Die Vegetation ist traumhaft. An den Bäumen kann ich mich nicht satt sehen. Und die Ausblicke hinunter in die Lagune sind immer wieder umwerfend. Die Wanderung auf den Mount Mokoto, den mit 423 Metern zweithöchsten Berg der Insel, war ebenfalls ziemlich abwechslungsreich. Vor allem, da wir beschlossen, den Rückweg ein wenig auszudehnen. Gleich haben wir es geschafft. Kannst du entscheiden, ob du nach Atiaoa möchtest oder nach Ikitea. Oh, das ist schon ganz schön tricky und ganz schön steil hier. Oh, super. Klappt. Oh, als ob sie nie was anderes gemacht hat. Geht noch. Ich bin gespannt, was die Nora jetzt zu den Schildern sagt. Also wir haben entschieden. Michael hat entschieden. Nee, also ich bin auf jeden Fall nicht schuld, aber ich würde sagen, wir laufen da runter, schön am Wasser lang. Ne? Erstmal durch die Berge und irgendwann kommen wir ans Wasser. Genau. Okay. Yay! Ich freue mich natürlich. Na, dann lauf mal los. Dann lauf mal los. Mhm. Ja, war ich stund. Also Rennen war nicht angesagt. Nee. Ura no ate ura, ia heva no ate va, te heva. So liefen wir dann doch noch einen Teil des Höhenwegs bis zur Südwestspitze Mangarevas, stiegen schlussendlich hinab zum Meer und wanderten entlang des Wassers zurück nach Ikitea. An der Küste entlang. Ja, Nora,
Ja, das war echt eine Mammutswanderung. Und ich glaube... Die Begeisterung auf der Seite von Annette und mir war unheimlich hoch. Wir hätten sie erschlagen können. Ja, sie haben sich halt ziemlich Sorgen gemacht. Weil wir konnten uns auch nicht melden. Ne? Wir hatten ja kein Handyempfang und nichts da hinten um die Ecke rum. Und naja. Auch Zeichen wären auch gegangen. Hm. Ja, ja. Hat ja auch seinen Grund, ne? Also bitte. Haben es uns verziehen. So. Naja. Glaube ich. Mittlerweile. Ja, mittlerweile schon. Na gut, ich war auf jeden Fall, ganz ehrlich, total dankbar, dass ich Michael hatte in den Gambier. Denn ohne ihn hätte ich diese ganzen Gipfelwanderungen auf Mangareva und auch auf Tarawai gar nicht gemacht. Also vielen, vielen Dank nochmal, Michael, dass du mit mir gewandert bist, so viel. Ja, danke, Michael. Wurde ich wenigstens ein bisschen geschont. Genau, ich glaube, Haku hätte ich da nicht hochgekriegt. Wir bedanken uns auf jeden Fall total herzlich, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Und wir hoffen natürlich total, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es rausgeht zu den kleinen Motus, zu den kleinen paradiesischen Sandinselchen. Wir ankern dann das erste Mal. Ja, das erste Mal mit Floats. Das heißt, wir heben die Kette an, sodass wir über dem Riff schweben können. Das ist mega spannend, wenn man das erste Mal macht. Wir besuchen auch eine Perlfarm, wir sind viel unter Wasser und nehmen euch dahin mit. Und vor allem besuchen wir natürlich Tarawai, genau. Eine unserer Lieblingsinseln im Gambier-Archipel. Seid gespannt, was wir da alles erlebt haben. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, habt ihr dann hier die Möglichkeit dazu. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, wie gesagt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.